Höre auf die Stimme deines heiligen Schutzengels. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir betrachten diese Worte aus dem Lukas-Evangelium. Bei Tagesanbruch verließ Jesus die Stadt und ging an einen einsamen Ort. Aber die Menschen suchten ihn und als sie ihn fanden, wollten sie ihn daran hindern, wegzugehen. Er sagte zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkünden. Denn dazu bin ich gesandt worden. Oh, wie wunderbar und großartig kann der Tagesablauf dann aussehen, wenn man, wie Jesus, einen guten Umgang mit seinem heiligen Schutzengel pflegt. Alles findet dann seinen Platz. Die stille Zeit, um im Gebet Kraft zu schöpfen, dann die Zeit, Kranke zu besuchen, die Zeit, das Evangelium mit anderen zu teilen und nicht zuletzt auch die Klarheit, wo man Grenzen setzen und weitergehen muss, selbst wenn jemand einen daran hindern möchte. Ja, unser christlicher Glaube lehrt, dass jeder Mensch von Geburt an seinen besonderen Schutzengel hat. Wenn wir auf seine Stimme hören, dann geht er uns voran und bereitet uns den Weg. Das durfte ich besonders während der stressigen Zeit in Altötting erleben. Die Termine waren so dicht, dass ich oft fix und fertig war. Doch dann habe ich gelernt, meinen heiligen Schutzengel in der Früh zu bitten, heiliger Schutzengel, bitte plane, ja, organisiere du meinen Tagesablauf. Zu meinem großen Erstaunen ging plötzlich, wie in einem Uhrwerk, ein Termin wunderbar in den anderen über. Mein Schutzengel plante sogar Ruhepausen ein, obwohl es zuvor so aussah, dass es pausenlos und ruhelos durch den Tag geht. Abends konnte ich dann glücklich auf einen gesegneten und erfüllten Tag zurückblicken. Freilich ist es äußerst wichtig, auf die leisen Eingebungen und Mahnungen des heiligen Schutzengels zu hören. Einmal kam mir zum Beispiel der Gedanke, meinen Hausschlüssel an einen sicheren Platz zu geben. Doch ich nahm diese Mahnung nicht ernst. Schließlich war er verschwunden. 3 Tage suchte ich ihn vergebens und musste schließlich gedemütigt um einen neuen Schlüssel bitten. O heiliger Schutzengel, bitte vergib uns, wenn wir auf deine Stimme nicht gehört haben. Und hilf uns, hellhörig zu werden auf die leisen Eingebungen, Impulse und Gedanken, die du uns schenkst. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der Kraft des Glaubens der Heiligen Katholischen Kirche, der priesterlichen Vollmacht, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des Heiligen Josef, der Heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, auf die Fürsprache unserer Heiligen Schutzengel und Namenspatrone. Im heiligsten Namen Jesu binde, breche und entmach dich alle Flüche, Verwünschungen und negativen Festlegungen, die euch und eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben und setze euch frei davon. Dem Namen Jesu Christi von Nazareth trenne ich alles Negative ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes, dich von all deinem Stress, deiner Hektik, deiner Unruhe, von all deinen Ängsten und Sorgen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Und so segne, stärke, heile und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater,
der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.